ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen Trick, wieder mal mit dem Diabolo, und zwar wie man am besten oder mit dem Diabolo schön aufhören kann. Also, man muss dazu natürlich mit dem Diabolo spielen können erstmal. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich euch links oben verlinken. Und sonst müsst ihr eigentlich nichts können. So, wie funktioniert der Trick also? Ihr müsst natürlich erstmal ordentlich Speed aufbauen. Dazu empfiehlt sich eine Antriebsmethode, die ich euch letzte Woche vorgestellt habe. Wenn ihr die noch nicht könnt, werde ich euch rechts oben das Video dazu einblenden. Und wenn ihr dann Geschwindigkeit aufgebaut habt, dann nehmt ihr die Stäbe in eine Hand, öffnet die hier oben ein bisschen, dann werft ihr das Diabolo in der Schnur hoch und fangt ihr sie hier zwischen den beiden Stäben auf. Also nochmal. Speed ist aufgebaut, ihr nehmt die Stäbe hier in eine Hand, habt sie hier so wie eine Gabel, also so eine Baumgabel, so eine Astgabel, dann werft ihr das in der Schnur so ein bisschen hoch und fangt es zwischen den beiden Stäben auf. Wie werft ihr das Ganze hoch? Ihr zieht einfach mit der Hand nach oben. So, ich werde das Ganze jetzt in meine Zeitlupe einblenden. Ich hoffe, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.